Hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge Pokémon Floral Tempus. Hier noch im Labor, jetzt nicht mehr. In der letzten Folge habe ich äußerst legal mein Starter-Pokémon erworben. Äußerst legal. Ja. Und heute gucken wir mal, wo es weitergeht. Okay, ein sehr berühmter Professor ist das hier. Was sagst du? Ah, er hat Schwester Joy belästigt und darf jetzt nicht mehr ins Pokémon Center. Verständlich. Hi. Okay. Oh, okay, die Stadt ist langweilig. Na, das ist gut zu wissen. Was habe ich noch nicht gemacht? War ich hier schon drin? Hallo, hier ist keiner. Ja, gut. Da bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als, weiß ich nicht, in die Richtung zu gehen. Route A. Was? Warum haben Routen hier Buchstaben und keinen Namen? Das ist verwirrend, okay. Hey, es gibt hier viele Trainer. Ich hoffe, deine Pokémon sind geheilt und bereit. Ach, sie gibt mir 3 Tränke, falls jemals was schief gehen sollte. Dankeschön, das ist ja nett. Hallo? Oh, sie versucht seit 30 Minuten einen Abra zu fangen, aber es teleportiert sich immer weg. Das ist fies von ihm. Ja, Radfratz. Das ist Radfratz Kraft, Macht, was auch immer. So, das erste Mal kämpfen. Sieht nicht schlecht aus. Ein bisschen irritierend, dass es die ganze Zeit so hin und her, also so vor und zurück geht. Das jetzt. Und jetzt springt es wieder zurück. Aber ich denke, da wird man sich dran gewöhnen mit der Zeit. Wie immer. Ein Item. Gegen Gift. Der Wald sieht cool aus. Der ist so schön bunt. Das gefällt mir. Hi. Ein Anfänger wie du kann mich nicht besiegen. Okay. Tracy hat Sixagoon. Ich hab Louis. Miau. Tut das weh? Geht so. Ist okay. So. Wie langsam die XP hochgehen. Okay. Vielleicht sollte ich mir irgendwann noch ein neues Pokémon fangen. Eventuell. Oh, verbrannt. Sehr schön. Das macht jetzt zum Glück gar keinen Schaden mehr. Mit seinem Kratzer nicht. Zumindest nicht. Könnten die XP vielleicht noch langsamer steigen? Ich glaube, das geht mir noch zu schnell. ich habe jetzt 3 Tränke. Ah, Level... Es hat noch 12 und kriegt bald ein Level, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Hi. Warum ist das nicht das... Warum funktioniert das nicht? Ha! Dinge, die schwierig sind, wenn man sie übersetzen muss. Sowas. Oh, das ist nicht gut. Oh, du hast das gesehen. Nimm das und sag niemand, was passiert ist. Ich sollte mein Pokémon ins Pokémon Center bringen. Was hat er getan? Was hat er seinem Pokémon angetan? Ja, sorry, aber das werde ich nicht fangen. Ich hätte gern was Cooles. Auf der Ranch gibt es ein paar coole Pokémon. Ja, da will ich auch hin zur Ranch. So wie Nidoran. Miau. So. Das ist immer so miaut, wenn ich so einen Pokéball hole. Es freut sich anscheinend. Das ist doch nett von ihm, dass es sich so sehr freut, wenn es kämpfen darf. Das tut nicht jedes Pokémon, glaube ich. Level up! Ey. Was ein Skiddo. Ach, okay. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Pokémon. Vielleicht gibt es das bei der Ranch. Das würde ich mir tatsächlich überlegen zu fangen.
weil ich das Design sehr gern mag. Okay, besiegt. Oh, XP. Komm schon, was soll denn das? Tja, Tommy. Aber... Was ist hier? Nur ein alternativer Weg anscheinend. Hier ist die Ranch. Gehst du zur Ranch? Oh. Der will kämpfen. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber okay. Oh nein. Bitte sag mir nicht, er hat nur Carpador dabei. Bitte? Können wir das einfach lassen? Oh, ich mache ihm gar keinen Schaden. Oh nein. Oh, schön. Ganz, ganz toll. Lass mich überlegen, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Oh, er ist zurückgerufen. Oh, komm schon. Level 10. Es ist ein Level 10er Carpador. Das kann einfach nicht sein Ernst sein. Oh. Ja, der Rest der Folge wird damit verbracht, Carpador so lang zu kratzen. Oh, da kommt das nächste. Oh nein, das ist das alte. So lang zu kratzen, bis es down geht. Er hat 3 Stück. Lustig. Hey, und was habt ihr heute so gemacht? Meine Katze hat Carpador gekratzt. Und bei euch so? Ja. Aber es gab ein Level Up. Oh, das ist gar kein Carpador. Problem ist, ich glaube, das hat schon Wasserattacken auf dem Level. Wir haben ein Problem. Ich glaube, das kann ich nicht besiegen. Nein! Das gibt es nicht! Wo bin ich? Hier bei... Hä, wo bin ich? Beim Weißen Haus bin ich wieder. Ach! Oh, was ist das für ein cooles Pokémon? Warum haben die sowas Cooles? Oh! Ein Phantomknoten, okay. Ich glaube, ich war auch noch nicht in dem Haus. Oh. Gut. Oh, das ist das Haus vom Professor. Ich frage mich, warum der Professor uns da nicht reinlässt. Stimmt da irgendwas nicht? Oh, ich kriege ein immer schlechteres Gefühl, was den Professor angeht. Ich habe gehört, da ist ein geheimer Durchgang bei den Bäumen. Ah. Das ist bestimmt alles noch irgendwas, was wichtig wird im Laufe des Spiels. Kann ich mir vorstellen. War ich da? Nee. Ha! Ein Trank. Was steht da? Ist das... Kann man nicht anklicken, okay. So, oh. Hätte ich Surfer. Habe ich aber nicht. Na gut. Das lief weniger gut bisher. Oh, was machen die Kinder? Mein Hexagon ist süßer. Okay. Dein Visor ist auch total süß. Ah, ein Freundesball. Weil ich niemand habe, der mir nahe steht. Das ist sehr nett, glaube ich. Ein Wibarak, Spinarak. Spinarak. Im Englischen ist der Name viel besser. Spinarak. Oh, ich will hier eigentlich gar kein Pokémon fangen, aber ich komme an dem Carpador-Typ nicht vorbei mit meiner Feuerkatze. Beim besten Willen nicht. Ah ne, hier war ja nur ein Item. Ernsthaft, diese blöden Dinge. Das ist doof, aber es gibt hier halt nur... ich will jetzt nicht Schrott-Pokémon sagen, aber... Ja doch, Schrott-Pokémon. Doch, doch. Ich muss nur an ihm vorbeikommen. So.
ausgewichen. Wollt ihr auch kämpfen? Nein, er will kämpfen. Du bist ein Pokémon-Trainer, wir müssen kämpfen. Okay. Gegen das Weberer komme ich wenigstens an. Aber ich fühle mich sehr unsicher, solange ich nur ein Pokémon habe irgendwie. Da passiert so ein Wassertrainer und man hat keine Chance mehr. Das muss ja nicht sein. Oh Mann. Ich hoffe, das mit den XP wird bei höheren Leveln besser, weil momentan ist es echt nervig. Man muss immer so zittern. Reichen die XP? Reichen sie nicht? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, der hat ernsthaft überlebt. So knapp. Okay. Aber der sollte gut XP geben. So eine Entwicklung. Ja, Level 11. Nein. Ja. Ich hab gecheatet. Klar, ich gebe dir gleich gecheatet. Aber ich dachte, hier kann man coole Pokémon fangen. Wo? Wollen die alle kämpfen? Ich möchte bitte neue Pokémon. So eins hätte ich gerne. Ist das irgendwie möglich? Das wäre so ein super Ausgleich für meine Feuerkatze. Das hat überlebt. Krass. Aber es gibt hier halt nirgends eine Wiese, wo ich ein Pokémon bekommen könnte. Tschüss. Ah, schon wieder nicht gereicht. Wehe. Gut. Gut, dass wir uns da einig sind, dass wir nicht vergiftet werden. Aber man kann hier gut leveln. Ich würde aber auch gerne noch ein zweites Pokémon leveln. Es gibt hier keine Wiese. Nein! Ha. Suche nur eine Wiese. Bitte. Lasst mich in Ruhe. Ist das ein One-Hit? Auch nicht. Das ist etwas enttäuschend bei Louis, ehrlich gesagt. Naja, jetzt ist es down. Was hat sie noch? Ein... Ach, okay. Auch so ein tolles Pokémon. Auch das ist kein One-Hit, aber okay. So. Ich habe immer noch Angst, dass da wieder irgendwo ein Wassertrainer sitzt, der mich voll fertig macht. Hier, eine Wiese. Gibt es hier Pokémon? Ja. Es ist ein Nidoran. Das war nicht der Plan. Entschuldigung, Nidoran. Ich mag dich, aber... Nee, immer noch nicht Nidoran. Komm schon. Hornhabita. Vielleicht fange ich mir doch Nidoran. Komm schon. Oh, es wird immer schlimmer. Bitte? Es ist ein Huthut, okay. Auch das wollte ich eigentlich nicht. Gibt es das Pokémon, das ich möchte hier nicht? Ha. Sonst hätte ich doch gerne das Nidoran männlich eigentlich. Hallo? Ah. Cutiefly. Aber auch das möchte ich eigentlich nicht. Ich hatte ein Pokémon, das ich gerne möchte, aber ich kriege es nicht. Dann fangen wir das Nidoran. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich Nidoran einfach so one-hitten kann. Das Problem ist, ich weiß nicht,
ob es noch einen Schlag aushält. So, Pokéball. 1, 2, 3. Ja, sehr schön. Geht doch. So, Spitznamenliste. Ihr habt ja schon einige Spitznamen unter die erste Folge geschrieben. So. Ach, schade. Nicht das Pokémon, das ich gern gehabt hätte. Aber besser als weiterhin nur mit einem Feuer-Pokémon durch die Gegend zu rennen. Leider nicht. Leider immer noch nicht das, was ich wollte. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier eigentlich hin soll auf der Ranch. So genau wurde mir das irgendwie nicht erklärt, habe ich das Gefühl. Ne, ich glaube mehr Wiese. Doch, hier hinten ist noch ein Item. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Was ist hier an Wiese? Wiese, Wiese, Wiese. Ah, ein Retten. Okay. Aber immer noch nicht das, was ich gerne als Teammitglied haben wollte. Ich vermute mal, ich muss hier ins Haus. Hallo? Hi! Ach, das ist das Lagerhaus. Okay, das scheint nicht richtig zu sein. Oh, wenn ich nochmal gegen so ein pinkes Ding laufe, ne? Wo muss ich denn dann hin? Hi! Oh, verdammt! Was tue ich nur wegen diesen Tauros? Sie gehorchen mir einfach nicht mehr. Hey, was bringt dich hierher, der Professor? Ah, der Professor hat mir gesagt, dass 3 Kinder mich besuchen würden. Mein Name ist Crayheart. Der Professor hat mir gesagt, dass ihr etwas von dem wollt, was wir auf der Ranch haben. Aber zuerst könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Eines unserer Tauros gehorcht in letzter Zeit nicht mehr wirklich und es ist schwer, mit ihm zu arbeiten. Wir haben alles versucht, sein Futter umzustellen, ihm mehr Zeit allein zu geben, uns mehr um es zu kümmern, aber das funktioniert alles nicht. Ein Pokémon-Züchter ist vorbeigekommen und hat es angesehen und sie haben gesagt, dass es vielleicht Fieber hat. Könntest du ein bisschen spezielles Gegengift aus Lilium City holen, okay? Okay, vielen Dank. Du weißt nicht, wie viel das mir bedeutet. Komm einfach zu mir ins Haus, wenn du dich erholen willst. Meine Frau kümmert sich um dich und deine Pokémon. Oh ja, das bräuchte ich jetzt, glaube ich. Ich dachte, vielleicht liegt da ein Item, aber nein. Hier ist eine Frau. Vielen Dank. Na gut. Das heißt, ich muss jetzt Medizin holen, so wie es aussieht. Oh. Okay. Zuerst muss ich gegen sie kämpfen. Ja, das ist kein süßes Pokémon von der Farm. Ach, das macht gut Schaden. Das ist nur nervig. Oh, die hat 3 Pokémon. Na, viel Spaß mir noch. Ich wünsche mir selbst viel Spaß. Das ist gut. So. Und dann auch noch einmal und dann sollte es das doch gewesen sein. Hoffe ich. So. Level up. Das macht es sehr spannend. Noch ein Level up. Okay. Taubsi. Hier ist Pokémon. Ich muss mich erst immer ein bisschen zurechtfinden in den neuen Kampfmenüs, weil irgendwie ist jedes Kampfmenü in dem Fangame ein bisschen minimal unterschiedlich. Da muss man sich, finde ich, immer erst dran gewöhnen. Hey. Ich habe immer noch Angst vor dem Carpador-Typ. Schlimm. Oh, schön, Doppelkick. Bunnelby.
Das gibt es ja auch auf der Farm. Habe ich nicht gesehen. Vielleicht zu einer anderen Tageszeit. Oder so 1% Chance, das zu treffen. Ich habe ja auch nicht das Pokémon bekommen, das ich gerne gehabt hätte. Aber vielleicht gibt es das auch hier gar nicht. Ich weiß es nicht. So, Leute, ich würde aber sagen, die Medizin für das Tauros werden wir morgen in der nächsten Folge holen. Wenn ihr also wissen möchtet, wie es weitergeht, schaltet da wieder ein. Bis dann, macht es gut und tschüss.